häufig hat man ja auch sozusagen diese Herausforderung oder die Schwierigkeit, dass man eigentlich das Gefühl hat, man macht das ganz allein. Mein aktuelles Schreibprojekt, ja, ich habe viele auf dem Schreibtisch liegen, wie das eben so ist als Postdoc, an dem ich gerade aktuell am meisten arbeite, ist ein Antrag für die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wo ich mich eben darum bemühe, Drittmittelforschungsgelder einzuwerben, um dann ein paar Jahre lang eben selbstständige Forschung machen zu können. Und da geht es um die Geografien der Luft, Fragen der Luftverschmutzung, aber auch des Klimawandels, also sozusagen diese Idee, dass unsere Atmosphäre in der Krise ist, möchte ich da gern thematisieren und eben dieses gesellschaftlich relevante Thema dann in den nächsten Jahren auch bearbeiten. Und da muss eben ein Antrag geschrieben werden, genau, und da bin ich gerade dran. Es ist ja nicht so, dass man auch als erfahrener Schreiber, zu dem ich mich dann doch auch irgendwie zählen würde als Postdoc, dann irgendwann mal alle Herausforderungen überwunden hat, sondern die sind ja dann auch sozusagen immer präsent und immer wieder stellen sich immer wieder neu. Für mich eine der größten Herausforderungen ist eigentlich dieses Problem, dass man, gerade wenn man sich tief eingearbeitet hat, in einen Gegenstand eigentlich so viele Sachen im Kopf hat und das Gefühl hat, eigentlich alles aufschreiben zu wollen. Aber, das ist, glaube ich, bei Hausarbeiten nicht anders als bei wissenschaftlichen Artikeln oder Buchprojekten, dann doch oftmals nicht genug Platz hat, um alles auch aufzuschreiben. Und sozusagen mit dieser Schwierigkeit umzugehen, im Kopf eben sehr viele Sachen zu haben und die irgendwie auch zu Blatt bringen zu wollen, aber das nicht zu können, das finde ich eine der großen Herausforderungen. Und die Erfahrung ist eben, die mir da ganz konkret hilft, dass ich mich immer wieder darauf zurückziehe, ja, was ist eigentlich die Problemstellung? Ja, also was ist sozusagen der Beitrag, den ich ganz konkret verfasse, gerade auch machen möchte, und was ist eigentlich die Problemstellung, an der ich arbeite? Und das ist sozusagen das zentrale Ordnungsprinzip, würde ich auch sagen, was mir beim Schreiben dann eben auch sehr stark hilft und dann eben auch so eine Form der Reduktion ermöglicht. Einiges, was ja nicht zuletzt daran liegt, dass Schreiben im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiums zwar irgendwie vorausgesetzt wird, aber in den seltensten Fällen vermittelt wird. Insofern hat man ja dieses Erfahrungswissen ganz oft nicht. Ich finde, wenn man mal sozusagen aus der Vielzahl an Dingen herausgreift, sehr wichtig und oftmals übersehen, die Relevanz von so einer Einleitung, eine gute Einleitung zu einem Text. Und da ist mir einfach im Laufe der Zeit klar geworden, dass es da eben zum Beispiel darum geht, dass man sehr klar benennt, aus welcher Perspektive heraus man eigentlich argumentiert. Ja, das kann eine theoretisch-konzeptionelle Perspektive sein. Das können bei Hausarbeiten gern auch sowas wie politische Perspektiven oder Alltagserfahrung sein. Ja, aber sozusagen Standpunkte, aus denen heraus klar wird, warum man eigentlich so argumentiert, die Perspektive. Für eine Hausarbeit vielleicht weniger relevant, eher für sowas wie wissenschaftliche Paper relevant ist, was ist eigentlich der Beitrag? Also welchen Beitrag will ich eigentlich liefern zu einer Debatte? Das ist insofern auch für Hausarbeiten relevant, weil diese Überlegung zu dem Beitrag, den man liefern will, einen auch zwingt, nochmal sehr präzise zu überlegen, was ist eigentlich meine Problemstellung? Ja, also das hängt zusammen, die Problemstellung und der Beitrag. Was ich zum Beispiel in meiner Dissertationsschrift gemacht habe, ist, dass ich eigentlich von den einzelnen Kapiteln eigentlich erst sozusagen den Hauptteil, wenn man so will, also sozusagen da, wo die zentrale Argumentation drinsteht, geschrieben habe und mich dann sozusagen nochmal systematisch, nachdem ich das geschrieben habe, hingesetzt habe und überlegt habe, was sind jetzt eigentlich die nochmal zentralen Argumente, die ich hier auch herausstellen möchte und die ich auch sozusagen, wo ich die Leser oder den Leserinnen dann auch ganz konkret darauf hinweisen will. Und das sozusagen habe ich dann verdichtet, so auf einer DIN A4-Seite nochmal als Einleitung zu einem Kapitel dann geschrieben. Ich persönlich bin First Academic. In meiner Familie gab es niemanden, der oder die mal irgendwie an einer weiterführenden Hochschule oder Universität ausgebildet oder wie auch immer wurde. Ich bin Ossi. Ich komme aus dem tiefsten Erzgebirge und insofern war das sozusagen für mich auch eine ganz andere soziale Welt, auf die ich da irgendwie geprallt bin und die man auch erstmal verstehen muss. Das beginnt tatsächlich bei der Sprache, ja, also sozusagen die Sprache, die an Unis gesprochen wird. Mir ist irgendwann aufgefallen, hier spricht ja gar niemand Ostdeutsch. Ja? Das ist wirklich, man muss sich das mal angucken. Es ist wirklich erstaunlich, selbst wenn man an Universitäten auch sozusagen in den neuen Bundesländern ist, dass man da sehr viele Leute spricht, die irgendwie so ein komisches Wissenschaftshochdeutsch sprechen.
Das ist natürlich aber, wenn man das sozusagen mal dreht, natürlich auch eine Herausforderung. Ja? Also wenn man eben zum Beispiel einen starken Dialekt spricht oder wenn man nicht Deutsch als Muttersprache hat oder, dann ist man natürlich auch immer damit konfrontiert, dass man sich irgendwie in dieses komische Wissenschaftssystem auch einpassen muss. Ja? Das ist auch sozusagen eigentlich ein Prozess der Disziplinierung, wenn man das soziologisch auch nochmal reflektieren will. Ich glaube, allein sich das bewusst zu machen, hilft schon mal. Ja? Also sozusagen, dass man auch nicht diese Erwartung hat, okay, krass, die sprechen alle total gut Hochdeutsch und die können total abgefahren argumentieren, sondern sich eben klar zu machen, ja, das ist auch in gewisser Weise ja was man qua Sozialisation eben mitkriegt oder eben nicht mitkriegt und wo man sich selbst aber eben auch jetzt keine Sorgen machen muss oder sowas. Ja? Aber ich glaube sozusagen, um allein diese Reflexion einzustellen, irgendwie ist das schon mal wichtig und das ist dann natürlich in anderer Weise auch folgenreich. Ja? Also weil man natürlich auch feststellt, dass Wissenschaft und dann eben auch vermittelt über sowas wie Textproduktion auch ja eigentlich ein gesellschaftliches System ist, was ausschließt, was exkludiert, was eben bestimmte Menschen auch dann irgendwie rauswirft, bestimmte Positionen rauswirft, weil die eben nicht in dieser einfachen Art und Weise formulierbar sind, wie das vielleicht für andere Positionen, die schon jahrhundertelang so eine gewisse Form von Objektivität einfordern oder sozusagen behaupten können. Ich glaube, da ist es auch interessant, ne? Da kommen wir wieder so ein bisschen dahin, auch sich sozusagen, also was bringe ich als Autor oder als Autorin ein in den Text, das eben zum Beispiel zu Beginn von so einer Hausarbeit auch durchaus mal hinzuschreiben. Also ich argumentiere hier aus der Perspektive von einer First Academic und finde vor dem Hintergrund zum Beispiel den Stand der Forschung auch problematisch, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass zum Beispiel meine Position oder meine Positionalität darin auch irgendwie abgebildet ist. Ja, und ich glaube, das sind auch solche Reflexionsprozesse, wo es durchaus lohnt, sich das offen zu legen. Und ich meine, was mir hilft, also was ich ganz konkret mache für einzelne Forschungsprojekte, ist ein Forschungstagebuch zu führen. Ja, also indem ich von Ideen, einfach so Blitzeinfällen, Hypothesen von so Geschichten, ah ja, das könnte man mal noch machen oder da habe ich was Interessantes gelesen, wo ich sozusagen versuche, alles an einem Ort präsent zu halten und das eben tatsächlich auch in regelmäßigen Abständen, also ja, dass ich mich irgendwie abends nochmal kurz hinsetze und dann nochmal mir 5 Minuten Zeit nehme und dann nochmal sozusagen so ein bisschen was aufschreibe, das ist ganz hilfreich. Und das ist vielleicht auch so eine Variante, die so ein bisschen anders ist als das, was man üblicherweise so als Wissensmanagement kennt, ja, also irgendwie Exzerpte oder mit sowas, weiß nicht, Citavi Wissensmanagement oder allen möglichen anderen Programmen zu arbeiten. Das sozusagen, ja, also wirklich so ein ganz persönliches Forschungstagebuch, auch in dem man dann durchaus auch Erfahrungen reinschreibt, ja, also weiß nicht, ich habe heute irgendwie ein blödes Review gekriegt oder sowas und das fand ich blöd, weil oder sowas, ja, oder irgendwie, ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Hausarbeit geschrieben und jetzt habe ich irgendwie einen Kommentar gekriegt, den ich nicht verstanden habe, also solche ganz persönlichen Eindrücke und Erfahrungen da vielleicht auch zu verbalisieren, weil es eben, glaube ich, diese Form ja, der Verbalisierung auch dabei hilft, dass ja sozusagen auch sich zu überlegen, was sind Strategien, damit umzugehen, Strategien von ganz konkreten technischen Schreiben dann wieder bis hin zu, ja, weiß nicht, Uni-Politik, whatever it might be. Ja, Schreiben ist erlernbar und ich glaube, der zentrale Punkt wäre, sich auch tatsächlich das erst überhaupt mal klar zu machen. Also ich glaube, manchmal gibt es vielleicht auch so ein unterschwelliges Gefühl, dass man irgendwie schreiben können muss schon, wenn man an der Universität ist, und dass das irgendwie vorausgesetzt ist. Und ich glaube, davon sollte man sich frei machen. Und sollte wirklich für sich selbst auch sich selbst klar machen, dass man das auch erlernen muss. Also, dass man es erlernen kann, aber dass man es auch erlernen muss. Und sollte das insofern auch eigentlich als zentralen Bestandteil des Studiums begreifen. Also, wenn man das sozusagen in dieser Bologna-Reform Kompetenzlehre sozusagen sich anschaut, dann ist Schreiben eigentlich eine der zentralen Kompetenzen, die man in der wissenschaftlichen Ausbildung erlernt, argumentieren. Also sozusagen, da gibt es ja dann auch sozusagen verschiedene Aspekte des Schreibens. Also sozusagen das rein technische Schreiben ist das eine. Sozusagen, wie argumentiere ich eigentlich, wie entwickle ich ein gutes Argument, ist sozusagen dann nochmal die andere Seite. Aber sich eben bewusst zu machen und auch aktiv dann entsprechend auch danach zu suchen, wo kann ich das lernen? Was sind Ressourcen, wo ich mir das anschauen kann? Lehrbücher, die Angebote des Schreibzentrums, der Austausch mit anderen, ja, also sozusagen mal schauen, ja, wie schreibst du, irgendwie so andere Texte anschauen und dann eben auch durchaus kritisch miteinander zu diskutieren. Das ist, glaube ich, wenn man so will, so ein bisschen die soziale Praxis auch des Schreibens, die man auch irgendwie einlernen muss, kann und muss. Und das ist, glaube ich, sich das bewusst zu machen, ist zentral.
Ressourcen hatte ich schon gerade erwähnt, gibt es da, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Ja, also das Schreibzentrum hat da, glaube ich, auch ein gutes Informationsangebot von Workshops über sozusagen Literaturlisten. Wenn man in die Bibliotheken geht, findet man unglaublich viel Literatur, die da relevant ist. Ich finde ja tatsächlich immer dieses Buch von Booth, Colum and Williams, The Craft of Research, das, glaube ich, im Schreibzentrum auch ganz gern benutzt wird, ganz hilfreich. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile in der Bibliothek auch als E-Book. Und das sozusagen diese Idee auch transportiert, ja, The Craft of Research, also sozusagen Forschung, Wissenschaft als Handwerk eigentlich. Als Handwerk, wo man eben die Werkzeuge und Tools lernen muss, die man dann aber eben auch sozusagen anwendet. Wo man eigentlich gar nicht so diese, ich sag mal, auch alte Idee hat von Wissenschaft ist sozusagen der Ort, wo die Genies irgendwie kreativ sprühen und sozusagen, ja, es ist im Wesentlichen eben Handwerk und Schreiben gehört dazu. Und wenn man sich die Werkzeuge aneignet, dann kann man das auch tatsächlich nach einem Studium.